So, guten Morgen allerseits. Meine Reise geht weiter, wenn auch nur auf einem Ohr. Das andere ist leider verstopft. Ich habe da, glaube ich, einen Pfropfen drin und ich kriege den selber nicht raus. Arzt gibt es hier nicht. Ja, jetzt muss ich halt so fahren. Ja, heute das Ziel ist eine Höhle. Und zwar erreiche ich die durch eine ganz schmale Straße, so auf der Karte. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ihr werdet dabei sein. Okay, dann legen wir los. Das war mein schöner Platz. Da bin ich jetzt rückwärts zurückgefahren. Und jetzt geht's da wieder hoch, voll um die Kurven. In der Umbesetzung, dann geht es viel einfacher. So, super. So, alles wieder hoch da. Es ruppelt, aber man kommt gut weg. Da fahre ich jetzt rechts. So, da wieder aus dem Areal und dann bin ich wieder auf der Hauptstraße. Hier geht es gut, weil, ja, diese jetzt nicht, aber viele Häuser sehen richtig top aus, wie dieses hier. Also das sind keine armen Leute hier. Ich weiß nicht, woher die ihr Geld verdienen. Also Topstraße hier. Auch diese Stützmauer, das kostet extrem viel Geld. Offenbar ist da Geld hier. Ja, jetzt bin ich sogar an einer Kläranlage vorbeigefahren. Das ist jetzt die erste, die ich gesehen habe in diesem Land. Vielleicht, weil Griechenland ist, glaube ich, nur noch 30 Kilometer. Das ist, glaube ich, die Straße noch in Griechenland. So, jetzt kam ich in die erste Polizeikontrolle. Da hinten sind sie. Die haben alles kontrolliert, meinen Ausweis, und dann wollten sie noch in die Fächer reinsehen. Und ja, ja, ich habe immer gelächelt und jetzt kann ich wieder gehen. Also das war jetzt lustig. Ich fahre weiter, kein Kilometer von hier. Die zweite Kontrolle nehmen sie mich wieder raus. Das waren aber andere Polizisten. Und drei Stück, die sind aber gerade da angehalten und machen jetzt Kontrolle. Und ich war der Erste, der da reingezogen wurde. Und dann habe ich dem gesagt, dass ich ja gerade vor einem Kilometer kontrolliert wurde. Da mussten sie alle drei lachen und dann haben sie gesagt, ich könne gehen. Ja, spannend, spannend. So, ich bin jetzt in einem Hospital gelandet, weil es ist echt mühsam mit einem Ohr auch zu sprechen. Und das ist aber echt schwierig, jemanden zu finden, der mir dieses Ohrstell reinigt. Das geht eigentlich 5 Minuten, wenn man weiß wie. Ja, und ich habe nicht mal eine Maske dabei. Ich bin, glaube ich, der Einzige ohne Maske, aber bis jetzt hat keiner ein Problem damit. Und die Leute sind sehr freundlich. Ich habe da auf Englisch jemanden gefragt, einen Jungen, und der hat mir dann, ja, nach langem Hin und Her, hat er mir dann einen Arzt gefunden, der das hoffentlich dann macht, weil alle anderen haben abgewunken. So, einen Doktor gefunden, der kam mit einer riesen Spritze mit lauwarmem Wasser und hat da ein paar Mal reingespritzt und jetzt kam es ein bisschen raus. Ich höre wieder. Aber ich muss ja noch Öl rein in der Nacht und dann morgen reinige ich es selber. Aber zumindest höre ich jetzt wieder was. Und stellt euch vor, der wollte nicht mal Geld, der hat das alles kostenlos gemacht. Das ist Wahnsinn. Ich wollte ihm zwar geben, aber er wollte es nicht annehmen. Also was für eine Gastfreundschaft. So, ich mache jetzt Pause. Wir haben einen super Platz, direkt am Wasser. Herrlich, hä? Das ist ein Kieswerk. Also wenn ich schon mal einen Sandkasten vor mir habe, dann muss ich da auch durchfahren. Das ist eine Kiesgrube. Thank you.
Zahnradbahn. Ja, ja, in jedem Mann steckt noch ein Junge in mir auch. So, ich habe jetzt mal eine Gelegenheit gefunden. Ich fahre da hoch, es sollte halten, um die Trocknerpatrone zu wechseln. Die machen das mit so einem Riemen und dann noch ein Hebel und dann lösen die das. Einen Mitarbeiter habe ich gefragt, jetzt darf ich da hochfahren. So, zum ersten Mal ist er auf einer Rampe, etwas mulmig ist einem schon dabei. Aber ich glaube, die fahren auch mit den LKWs hoch. So, und jetzt wechsle ich den Trockenfilter. So, geschafft. Jetzt geht's wieder runter. Ein bisschen mulmig ist einem dabei schon, muss ich sagen. So, ich möchte noch was dazu sagen wegen meinen Ohren. Also das geht mir heute noch, also immer noch nach, wegen, dass der nicht mal Geld verlangt hat, und sondern einfach diese Gastfreundschaft so hoch schätzt, dass er, ja, Selbstverständlichkeit, das kann man bei uns vergessen, Deutschland, Österreich, Schweiz, da wird alles schön verrechnet, Riesenbürokratie, und am Schluss zahlt man irgendwas, ja. Und hier ist es eine Ehre, wenn man einem Tourist helfen kann. Das ist ja echt bewundernswert. Da können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. So, ich fahre jetzt weiter. So, jetzt wird es langsam felsig. Ihr seht da, die Felsen, die ragen in die Straße rein. Ich fahre mal lieber weit drumherum. So, nach Maps.me hat es da einen Zeltplatz, was auch immer das ist. Und zwar da unten. Ich glaube, das ist kein offizieller Pausenplatz. Ein Pausenplatz, würde ich mal sagen. Dann gehe ich mal durch die Waschstraße. Ui, die Steine. Weiß ich, was mich erwartet, wenn ich mal am Fluss durchqueren muss. Jetzt bin ich mitten im Fluss. So, ich weiß, ich bin ein bisschen verrückt. Ich fahre im Fluss. Aber ich wende jetzt wieder. Gar nicht so einfach im Fluss zu wenden bei den rutschigen Steinen. Wieder raus. Dann die Spuren anschauen. Ui. So. Ja, Flussfahren ist gar nicht so einfach, weil die Steine sind so riesig und dann, ich glaube, die kippen noch ab. Jetzt haben mich noch die Bullen aufmerksam gemacht. Also die Polizisten sind nicht wegen mir hier, sondern die essen da. Jetzt gehe ich zu ihnen und esse auch was. So, alles friedlich.
Wir haben zusammen gegessen. Und jetzt gehen sie wieder. So, da bin ich reingefahren und dann nach vorne. Ja, die Spuren, die sieht man glaube ich nur von oben. Aber ist gar nicht so einfach, weil das ist ziemlich rutschig und Riesensteine. Aber der, welcher hier hoch ist, der hat es echt drauf. Vielleicht ist er aber auch runter. Ja, bis da ist er gekommen und dann war Feierabend. So, jetzt gehen wir mal zu Fuß. Da runter. Gibt's was zu sehen, glaub? Ich glaube, das ist eine Toilette. Das ist ein Scheißloch. Also, ja genau, ein Scheißloch. Oh Scheiße. Eigentlich dachte ich, dass da was zu sehen gibt. Praktisch alle paar hundert Meter gibt es solche Unterstände, Pausenplätze, sogar mit Schaukel. Also das machen die super hier. So, wir gehen jetzt da über die Brücke auf diesen Berg hoch. Da muss es irgendwas zu sehen geben, vermutlich eine Höhle. So ist es eingezeichnet. Ich sehe es. Geht da steil hoch. Auch hier wieder ein Rastplatz mit Dach. Ey. Nicht mal die Schweiz hat sowas. Schon wieder ein Rastplatz. Vorbildlich. So, geschafft nach circa 15-20 Minuten. Aber ich bin ehrlich gesagt platt. Da hinten geht's durch. So, wenn man durchläuft, dann kommt man hier oben raus. Auf die Fläche. Überall wieder Sitzgelegenheiten. So, jetzt bin ich on the top. Ganz oben. Aussichtsplattform. Oh, Wahnsinn. Hier könnt ihr noch ein bisschen lesen. So, das ist der Ausblick. Das war ja mal so ein Fort. In den tausender Jahren. Steile Treppe. Und da geht's wieder zum Top. Die zwei kommen da nicht hoch und sie warten da auf mich. So, wir fahren wieder 500 Meter weiter. Und da hat es dann die nächste Höhle, die ist ein bisschen größer. Ja, jetzt zweiter Gang drin. So, übernachtet wird hier gleich bei dem Höhleneingang. Die Höhle, die ist da oben. Ja, morgen um 9 macht es auf. Und ich esse jetzt. Mache ich mir Pommes. Currywurst ohne Curry mit einer Schweizer Bratwurst. So, das war's wieder. Ein Tag zusammengeschnitten auf 15 Minuten. Ja, ich hoffe, es wird nicht zu viel für euch, da ich täglich fast ein Video. Hä? Und ja, okay, gut, schön wart ihr dabei und meine Reise geht weiter. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.